Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Italien, Griechenland, die Türkei. Die südeuropäischen Länder am Mittelmeer ächzen gerade nicht nur unter einer nicht enden wollenden Hitzewelle mit Lufttemperaturen dauerhaft über 40 Grad. Vor allem kämpfen sie derzeit gegen unzählige, immer wieder neu ausbrechende Waldbrände an. Ganze Orte müssen evakuiert werden. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Besonders dramatisch entwickelt sich die Lage in der Türkei. Dort wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Seit vergangener Woche haben die Behörden landesweit mehr als 150 Brände gezählt. Und in der glühenden Hitze bekommen Feuerwehren und Rettungskräfte die Lage kaum unter Kontrolle, wie Katharina Willinger aus einem Dorf in der Nähe von Antalya berichtet. Kespan Öst zeigt uns, was von ihrem Haus noch übrig ist. Schau, hier stand unser Fernseher. Es ist das Elternhaus ihres Mannes. Vor 2 Jahren hatten sie alles mühsam erneuert, um den Ruhestand hier zu verbringen. Alles ist zerstört, wirklich alles. Es geht dem ganzen Dorf so, nicht nur uns. Wir haben einfach alles verloren. Das Ehepaar war gerade im benachbarten Antalya, als die Flammen ihr Dorf Kalemlash niederbrannten. Der Brand war im nahegelegenen Wald ausgebrochen, erzählt Sadi Öz. Laut den Nachbarn habe die Feuerwehr sehr lange gebraucht, um vor Ort zu sein. Sie waren wohl noch mit einem anderen Brand in der Nähe beschäftigt. Hätten sie doch nur 2 Löschfahrzeuge zu uns ins Dorf geschickt, dann hätten sie so viele Häuser hier retten können. Aber leider war das nicht so. Das ganze Ausmaß der Zerstörung zeigt sich aus der Luft. Kleinere Waldbrände hat es hier immer wieder einmal gegeben, aber so etwas hat sich hier niemand vorstellen können. Dieses Haus hier ist eines der wenigen, das von den Flammen verschont blieb. Es gehört dem deutsch-türkischen Ehepaar Hatice und Serkan Kalkan. Sie und ihre Nachbarn hatten anfangs selbst versucht, kleinere Brände um das Dorf herum zu löschen. Plötzlich sei ein regelrechter Feuerball auf den Ort zugeschossen. Sie schnappten sich ihren kleinen Sohn und rasten mit dem Auto ins Tal. Gott sei Dank war das nicht, wo wir alle abends im Bett waren. Ne? Da hätte keiner von uns hier geschafft, keiner. Wir hatten nur 3 Minuten Zeit. Also wenn wir so gucken, 3 Minuten, sonst hätten wir alle nicht geschafft. Ein befreundetes Ehepaar der beiden aus Deutschland, das hier lebte, hat es nicht geschafft. Sie wurden in der Nähe ihres Hauses tot aufgefunden. Insgesamt starben in der Türkei bereits 8 Menschen durch die schweren Brände. Tausende haben ihr Hab und Gut verloren. Etwa 95.000 Hektar Land niedergebrannt. Und noch ist kein Ende in Sicht. Weiterhin kämpfen die Einsatzkräfte an vielen Orten gegen die Flammen. In der Provinz Mula im Südwesten mussten heute erneut viele Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Im zerstörten Dorf Kalemlash macht sich das Ehepaar Öz Gedanken darüber, wie es für sie weitergeht. Der Staat hat Hilfe in Form von Neubauten versprochen. Viele im Dorf sind skeptisch, was genau das für sie heißt. Derzeit überwiegt hier vor allem der Schmerz. Unser Haus war ja gerade erst frisch renoviert. All die Mühe und jetzt das. Ich weiß gar nicht, wie wir uns jetzt von diesem Schmerz erholen sollen. Es ist wirklich sehr schwer. Und noch ist auch die Gefahr in und um Kalemler nicht gebannt. Bis in den Abend hinein fliegen Löschhubschrauber über das Dorf hinweg. Denn nur wenige Kilometer weiter lodern bereits neue Brände. Katharina Willinger berichtet für uns aus der Region Sidi-Manavgat. Katharina, die Regierung sagt, die Brände seien unter Kontrolle. Was ist dabei Ihr Eindruck? Ja, wir haben einen anderen Eindruck hier vor Ort tatsächlich. Wir waren ja heute den ganzen Tag unterwegs in der Region. Wir waren jetzt auch am Abend, hier ist es jetzt mittlerweile 23.15 Uhr unterwegs. Und da haben wir aus der Ferne immer wieder Brände an verschiedenen Stellen gesehen. Auch gestern, als wir hierher geflogen sind, haben wir mehrere Brände vom Flugzeug aus beobachten können. Und hinter mir, man sieht es jetzt gerade nicht, weil Schichtwechsel ist, fahren immer wieder Einsatzfahrzeuge vorbei und Löschtanker, die sagen, wir beladen die ganze Zeit Löschhelikopter.
Helikopter, die Einsätze jetzt auch in der Nacht fliegen. Und dann erreichen uns ja auch noch die ganze Zeit Bilder aus der Provinz, aus der Nachbarprovinz Mula, von Evakuierungen, von furchtbaren Bränden. Ein Brand soll in der Nähe eines Wärmekraftwerks ausgebrochen worden sein. Der ist sehr gefährlich, sagen Beobachter. Also wir haben hier vor Ort tatsächlich einen weniger positiven Eindruck. Es gibt ja auch massive Kritik, dass man die Brände viel schneller in den Griff bekommen hätte, wenn die Löschflugzeuge alle einsatzfähig gewesen wären in der Türkei. Was ist da dran? Ja, tatsächlich, das ist ein Punkt, der hier in der Türkei massiv heftig diskutiert wird derzeit. Das ist auch ein Vorwurf der Opposition. Das heißt, dass die Regierung Erdogans, die Behörde, die für die Löschung aus der Luft zuständig ist, in den vergangenen Jahren systematisch runtergewirtschaftet hat. Es gibt Gerüchte darüber, dass man sagt, man gibt diese Aufgabe an einen privaten Unternehmer ab oder man möchte sie abgeben. Und als letzte Woche die Brände ausgebrochen sind, am vergangenen Mittwoch, standen von 20 Löschflugzeugen tatsächlich nur 3 zur Verfügung. Und die waren angemietet aus Russland. Mittlerweile ist Hilfe aus anderen Ländern eingetroffen. Es sind 16, aber natürlich immer noch deutlich weniger als die eigenen 20, die es mal gab. Das heißt, die massive Kritik der Bevölkerung dahingehend lautet, diese Brände, die hätten viel schneller in den Griff bekommen werden können, wenn denn die Fahrzeuge und die Löschflugzeuge auch anständig gewartet worden wären. Katharina, vielen Dank für die Berichte und Einschätzungen aus den Brandgebieten in der Türkei. Und damit zurück nach Deutschland und der Naturkatastrophe der ganz anderen Art, die uns hier in den vergangenen Wochen so betroffen hat. Die Aufräumarbeiten in den Flutgebieten gehen stetig voran, aber immer deutlicher wird, dass es, nachdem der letzte Schlamm weggeräumt sein wird, noch Jahre dauern und Milliarden kosten wird, bis die Heimat so vieler Menschen wieder aufgebaut sein kann. Gleich 2 Kanzlerkandidaten brachen heute in betroffene Orte in Nordrhein-Westfalen auf, um zu zeigen, wir tun was. Aber Armin Laschet und Olaf Scholz trafen nicht nur auf Begeisterung. Zutiefst sitzen bei vielen noch Frust und Verzweiflung, wie Birgit Pfirnig und Philipp Wundersee berichten. Vor mir 4 Monaten ist alles neu saniert worden. Restlos alles, Fenster, Türen, alles drum und dran. Ja, und das ist, kommen Sie rein. Das, was übrig ist. Manfred Mertens nimmt uns mit in das, was mal sein Zuhause war. Ein altes Fachwerkhaus mitten in Stolberg bei Aachen. Seine Oase, wie er sagt. Doch dann kam das Wasser. Wir hatten so, sagen wir mal, 30, 40 Zentimeter alles voller Glas liegen. Mhm. Und durch den Schlamm und Regen hat es halt alles am Boden festgepackt. Und jetzt muss das alles trocknen? Ja. Und das wird, wenn wir dann mal einen Bautrockner bekommen, 6 Wochen pro Raum. Sein Zuhause zerstört. Sein Vertrauen in die Politiker, so erzählt er, mittlerweile auch. Manfred Mertens bekommt heute Besuch von 2 Kanzlerkandidaten in der zerstörten Innenstadt von Stolberg. Armin Laschet und Olaf Scholz versprechen ihm und den anderen schnelle und unbürokratische Hilfe. Ein Formular, wo nur drauf steht der Name, die Kontonummer und der Nachweis, mein Haus ist geschädigt. Das wird bar ausgezahlt, wenn nötig, das wird überwiesen. Und das war möglich, weil Bund und Land gemeinsam gesagt haben, wir tragen alle Schäden. Eine Nachricht an die Betroffenen, die seit knapp 3 Wochen versuchen, das Chaos zu beseitigen. Die Wut nach der Flut. Gestern bekommt sie Armin Laschet in Swisttal bei Bonn zu spüren. Es ist alles schiefgelaufen. Niemand hat gewarnt. Niemand. Dieser Mann hatte einen Imbiss und durch das Hochwasser alles verloren. Bin ich schon 18 Jahre hier, alle kennt mich. Aber ich hab nichts. Trösten und kümmern, das gelingt dem Ministerpräsidenten nicht immer, sagen sie hier. Hier kann jeder was machen. Hier können Sie was machen, da können die Handwerker machen, da können alle was machen. Da könnten Sie. Ja, wäre auch schön gewesen. Der Vorwurf, alles nur eine Show für den Wahlkampf. Für Sie ist das dann eine Wahlkampfveranstaltung, ein bisschen betroffen hingucken. Die Leute drinnen wollen Hilfe und die wollen Geld. Und die wollen jetzt, dass die Container beschafft werden. Das ist gerade mein Job. Das hat mit Wahlkampf 0,0 zu tun. Die Hilfsangebote von Bund und Land. Manfred Mertens aus Stolberg merkt davon bisher wenig und kritisiert die Politikerbesuche. Wenn wir Politiker haben, die zu sowas kommen, dafür, ich sag mal, ihren Wahlkampf daraus machen, um mehr Wählerstimmen zu bekommen, dann läuft was falsch. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn er sich für 8 Stunden eine Schaufel nimmt und mal mitgräbt. Frust und Wut gegen die Verantwortlichen. Hier in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen fühlen sich viele alleingelassen.
Neben Nordrhein-Westfalen ist ja natürlich auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz betroffen und da insbesondere das Ahrtal. Und von dort kommt heute nun ein offener Brief an die Ministerpräsidentin des Landes und die Bundeskanzlerin mit Forderung nach konkreter und langfristiger Hilfe beim Wiederaufbau. Und mit einer der Mitinitiatorinnen und Unterzeichnerin dieses Briefes habe ich vor der Sendung gesprochen, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand. Guten Abend, Frau Weigand. Guten Abend, Herr Zamperoni. Zunächst mal, wie geht es Ihnen und den Menschen in Ihrer Gemeinde jetzt knapp 3 Wochen nach der Flutkatastrophe? Viele Leute sind mittlerweile einfach auch sehr erschöpft. Es sind 3 sehr, sehr schwierige Wochen gewesen und es liegen noch viele schwierige Monate vor den Menschen. Viel von dem großen Schutt ist mittlerweile aus den Ortslagen geräumt, aber nicht überall. Und es sieht dann auf den allerersten Blick schon etwas sortierter aus, aber die ganzen großen Fragen sind noch offen. Das Entkernen der Häuser, das Wiederherstellen von Infrastruktur, all das liegt noch vor uns. Und insofern keine Zeit zum Verschnaufen und eine sehr schwierige Situation. Um eine Zukunft für das Ahrtal zu gewährleisten, haben Sie einen offenen Brief geschrieben mit Ihren Bürgermeistern der Ortschaften, haben mehrere Punkte aufgelistet, die jetzt angegangen werden müssen. Warum haben Sie diesen Schritt an die Öffentlichkeit für nötig befunden? Zum einen ist es so, wir haben jetzt Tag 21, das heißt 3 Wochen sind vorbei. Und die Geschichte, die Katastrophe, die hier passiert ist, darf nicht vergessen werden. Und das andere Thema ist der Aufbau, der hier zu leisten ist, von den Existenzen der einzelnen Menschen, sowohl das Zuhause als auch die berufliche Existenz und die Infrastruktur. Das sind solche Dimensionen und hat eine solche Komplexheit, dass das nicht auf einer lokalen Ebene zu machen ist. Das gehört auf eine Bundesebene. Man braucht die Gesetzgebung dabei. Man braucht Input von Wissenschaft und entsprechend großen Organisationen. Es muss auch die Befugnisse geben. Wenn man sich vorstellt, wir haben Ortslagen, da sind 100% der Häuser überschwemmt gewesen. Es fehlen die Straßen, es fehlen die Zugbrücken, die Tunnel sind beschädigt, Abwasser, Wasser ist beschädigt. Also alles, was Orte ausmacht, ist komplett beschädigt. Und insofern muss jetzt etwas passieren. Und zeitlich ist ja auch das Thema entsprechend, der Wiederaufbaufonds wird in wenigen Tagen verhandelt werden. Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür. Und wenn wir eine Chance haben, das wirklich mit der Komplexität dieser Situation zielgerichtet umgegangen werden kann, dann ist es das jetzt auf die Bundesebene zu hieven und die notwendigen Weichen zu stellen für den langen Wiederaufbau. Aber von der Bundesebene kommen ja eine Menge Signale auch und Versprechen, dass da Milliarden fließen werden. Glauben Sie, das reicht nicht oder trauen Sie den Versprechungen nicht? Oder haben Sie da die Angst eben, dass es vergessen wird, wenn der Schlamm und der Schutt dann irgendwann mal zur Seite geräumt sein wird? Also ich sag mal vorsichtig, die Situation ist so katastrophal. Natürlich braucht es die Milliarden, aber es braucht eben nicht nur die Milliarden. Wir wissen zu Corona-Zeiten, ein privater Hausbau ist zurzeit kaum möglich, weil es die Firmen nicht gibt, die Firmen das Material nicht haben. Und jetzt haben wir das nicht vereinzelt, sondern tausendfach. Das heißt, es muss auch eine Konzentration geben, dass große Baustellen von Land und Bund gegebenenfalls nach hinten priorisiert werden, um überhaupt die Arbeitsleistung und die Materialleistung zu bekommen. Es braucht andere Genehmigungsverfahren. Es braucht auch Planungsschritte. Wie gehe ich in einem möglichen Hochwasser- oder Überschwemmungsgebiet damit um? Wie baue ich denn wieder auf? Baue ich genauso wieder auf wie vorher oder habe ich andere Möglichkeiten? All das muss jetzt in hoher Geschwindigkeit passieren. Die Menschen brauchen eine Perspektive. Zum einen, was bedeutet es für die Infrastruktur? Wird hier wieder aufgebaut? Und zum anderen, auch viele haben einfach gar keine Elementarschädenversicherung gehabt. Wie sieht für die eine Möglichkeit aus, hier wirklich weiterleben zu können, ihr Zuhause wieder gestalten zu können? Das eine ist im Moment noch wirklich von Tag zu Tag. Wir haben immer noch nicht überall Trinkwasserversorgung. Hygienische Zustände sind noch schwierig, aber gleichzeitig muss eine Perspektive gegeben werden. Es passiert im Moment auch ein politisches Vakuum. Das ist relativ gefährlich, wenn die Ziele noch nicht klar sind, wo es für die Menschen hingehen kann. Wir haben Querdenker teilweise mittlerweile hier. Man hört rechtsradikale Parolen. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zu dieser Region. Und deswegen ist es wichtig, Orientierung zu geben und wirklich mit der Durchschlagskraft auch
der Bundesebene an diese Komplexität ranzugehen. Sonst ist die Gefahr viel zu groß, dass man sich im Kleinen-Kleinen verzetteln wird. Frau Weigand, vielen Dank für Ihre Schilderung und Ihnen und Ihrer Verbandsgemeinde in Altenahr. Alles Gute. Vielen Dank. Die Flutkatastrophe traf die Republik mitten im Wahljahr. Bürgermeisterin Weigand hat es ja gerade noch mal betont. Und es ist naheliegend anzunehmen, dass das entsprechende Krisenmanagement von Bund und Ländern Einfluss nehmen wird oder könnte auf die Wahlentscheidung am 26. September. Aber auch die Klimapolitik insgesamt ist unversehens noch stärker in den Mittelpunkt gespült worden als ohnehin schon. Daher macht sich vor allem die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, Hoffnung, bei diesem Kernthema inhaltlich punkten zu können und den Fokus weg von so image-schädlichen Dingen wie Plagiatsvorwürfen zu bekommen. Gemeinsam mit Co-Parteichef Robert Habeck stellte sie heute die aus dem grünen Wahlprogramm gebündelten Forderungen für ein Klimaschutzprogramm vor. Christian Feld. Das Biesenthaler Becken kann ein durchaus stiller und idyllischer Ort sein. Brandenburg, Naturschutzgebiet. Heute allerdings sind die Grünen im Grünen, genauer gesagt das grüne Spitzenduo. Infospaziergang mit Medientross und Naturschutzbund. Um dann hier eben wirklich jetzt quasi Urwald von morgen entstehen zu lassen. Guten Tag. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, sagt die Frau. In der Tat, der Stern der ersten grünen Kanzlerkandidatin strahlte schon mal heller. Die Träume von Platz 1 wirken weit weg. Doch jetzt soll der Wahlkampfmotor richtig anspringen. Statt Verteidigung, nun Angriff. Mit einem Klima-Sofortprogramm. Vieles bereits bekannt, stellenweise schärfer formuliert. Die Neuigkeit des Tages ist durchaus eine geplante, tiefgreifende Veränderung. Die Grünen wollen ein Klimaschutzministerium, ausgestattet mit großer Macht. Das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5-Grad-Pfad und das heißt Paris-kompatibel sind. Das Klimaministerium, bisher ein grünes Gedankenspiel, mit möglichen Koalitionspartnern wie der FDP wohl kaum zu machen. Doch Baerbock und Habeck präsentieren heute ja auch Grün pur. Kohleausstieg vorziehen auf 2030, den Ausbau der Windenergie beschleunigen. Von einer Weichenstellung ist die Rede. Diese Methode, den Menschen Sand in die Augen zu streuen, wir machen ein bisschen Klimaschutz, aber eigentlich merkt man davon gar nichts. Das hat, glaube ich, auch der Letzte in diesem Land verstanden, dass das nicht funktioniert. Außer die Union offensichtlich, die sagt, Klimaschutz, da reden wir mal drüber, aber am Ende wissen wir auch nicht, wie das geht. Vielleicht kommt ja jetzt Bewegung in einen bisher eher leblosen Wahlkampf, der stellenweise wie ein Fehlervermeidungswettkampf wirkte. Klimaschutz steht durch Flut und Hitze wieder im Mittelpunkt, aber reicht das? Man muss mehr können als das, wenn man ins Kanzleramt möchte. Das heißt, die Partei muss Zukunftsperspektiven bieten und so auch weitere andere Wählerinnen und Wähler für die Grünen für sich selbst mobilisieren. Und das Klima zwischen Habeck und Baerbock, ob sich die beiden ausgesprochen hätten, wird gefragt nach dem Kampf um die grüne Kanzlerkandidatur. Das Klima ist bestens. Es gibt keine Notwendigkeit für Aussprachen, weil wir permanent miteinander reden und ehrlich und offen, wie sich das gehört. Punkt. Die Grünen suchen die Offensive. Im Naturschutzgebiet kehrt wieder Ruhe ein. Und zum Klimaschutzprogramm der Grünen hat Holger Umstedt vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung. Mitten in einer Phase der extremen Wetterereignisse stellt das grüne Spitzenduo ein Klima-Sofortprogramm vor. Es wäre zynisch, ihm dieses Timing vorzuwerfen. So ist Politik und so wird Wahlkampf gemacht. Die Welle der Aufmerksamkeit muss man reiten, vor allem wenn man bisher so viel vergeigt hat. Doch dieses Klima-Sofortprogramm enthält zu wenig Neues, um nachhaltig von den Hochstapeleien der grünen Kanzlerkandidatin abzulenken. Mit ihren 10 Punkten werden die grünen Wahlkämpfer niemanden zurückgewinnen, der von der unzuverlässigen Parteichefin in den vergangenen Wochen enttäuscht wurde. Die Grünen bleiben die Antwort schuldig, wie sie den innovativen Industriestandort Deutschland erhalten wollen. Auch wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, hilft es nicht weiter, politische Wünsche über die technische Machbarkeit zu stellen. Nur mal ein Beispiel. Soll unsere chemische Industrie klimaneutral werden, würde sie dafür mehr Ökostrom benötigen, als Deutschland heute insgesamt produziert. Dabei wird im Alltag eine schnelle Ökowende häufig gerade von Naturschützern ausgebremst. Neue Stromtrassen oder Bahnstrecken
darf es nicht geben, wenn mal Vögel bedroht sein könnten oder Wälder und Biotope im Weg sind. Der Debatte um die Klimarettung fehlt es nicht an Sofortprogrammen und Geschwindigkeit, sondern an Ehrlichkeit. Und was bitte soll ein weiteres, ein neues Klimaschutzverbotsministerium? Aus gutem Grund liegt das Vetorecht bei Gesetzesvorhaben der Ministerien im Kanzleramt. Für die Kandidatin Annalena Baerbock ist der mögliche Weg dahin noch ziemlich lang. Die Meinung von Holger Umstedt. 54 Tage haben die Parteien noch, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, dass sie doch bitte schön bei ihnen ihr Kreuzchen machen mögen. Und dazu werden auch dieses Mal wieder Unmengen mehr oder weniger gelungener Slogans und Politiker-Konterfeis an Alleen, Straßenlaternen, Häuserwänden der Republik hängen. Der Wahlkampf. Er wird, digitale Revolution hin oder her, auch heute noch mit Hilfe ganz klassischer Mittel geführt, mit den guten alten Wahlplakaten. Und zu denen, die sie jedes Mal, wenn gewählt wird, aufhängen und kleben, gehört nun schon seit Jahrzehnten ein Sozialdemokrat aus dem ostniedersächsischen Uelzen, der, so Torben Hildebrandt aus unserem Mittendrin-Team, unerschütterlich seinen Job macht. Kurt Zieblis ist Plakate-Profi. Seit 30 Jahren hat er keinen Wahlkampf verpasst. Nur seine Leute muss er jedes Mal neu anlernen. Ja, lasst euer Gefühl, wie es passt. Ihr sucht euch einfach einen Mast, nehmt ihn und gut. Gut, okay. Also. Kreiselmarktcenter. Oh, jetzt geht's los. Matthias. Ostermarsch 10 in Kirchweihe. 100 Plakate wollen die Ehrenamtlichen heute aufhängen und die anderen ausstechen. Doch die alte Arbeiterpartei SPD hat ein Helferproblem. Man kriegt sie nicht einfach so schnell, wie man denkt. Es wollen alle kandidieren, aber nicht so viel arbeiten. Wie motivieren Sie sich denn, 30 Jahre lang in allen Wahlkämpfen für die da oben Plakate aufzuhängen? Ja, ist auch für mich. Ich kandidiere ja auch diesmal wieder selber für den Kreistag und für den Stadtrat. Mache ich auch ein bisschen für mich, aber auch natürlich für die SPD. Eigentlich wollte ich ja schon aufhören damit, aber wir haben keinen Nachwuchs gefunden, der das weitermacht. Immerhin 14 Helfer hat Zieblis heute zusammenbekommen. Auch der Mann vom Plakat ist da, der Wahlkreiskandidat. Ganz klein. Ja, das sind für die Seiten. Was ist die Botschaft dieser Plakate? Die Botschaft der Plakate ist, wir sind SPD, wir sind rot, wir stehen dafür und wir sind aktiv dabei, die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Das sehe ich bei den Plakaten aber nicht. Das liegt dann an Ihnen. Müssen wir noch mal hingucken. Seit 2005 hat die SPD den Wahlkreis nicht mehr direkt gewonnen. Und ausgerechnet Plakate sollen die Wende bringen? In Zeiten von Facebook, Twitter und Instagram? Wir treffen am Parteihaus eine der Jüngeren in der SPD, Friederike Knust. Das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, einfach das Stadtbild für die Zeit des Wahlkampfes einfach dauerhaft zu verändern. Das schafft Social Media einfach nicht. Das ist klar, das hat man auf seinem Handy und am Computer. Aber die Leute sollen auch sehen, dass Wahlen sind, wenn sie einfach nur zum Einkaufen gehen. Friederike Knust erklärt mir die Regeln fürs Plakatieren. In Uelzen dürfen die Parteien heute erst um Punkt 18 Uhr starten. Da wir dieses Jahr relativ strenge Auflagen haben, wie viele Plakate pro Laternenmast gehängt werden dürfen, müssen wir möglichst früh unterwegs sein. Deswegen ist der Start um 18 Uhr wirklich sehr wichtig, dass man dann anfängt und möglichst gute Standorte sichern kann. Weil um 18 Uhr alle Parteien anfangen zu plakatieren hier in der Stadt. Ja, 2 Minuten noch, 1,5, los. Kurt Zieblis sichert sich die Lüneburger Straße. Pro Laterne ist in Uelzen nur ein Plakat erlaubt. Punkt für die SPD. Nur der Bürger honoriert es nicht so richtig. Es reicht, wenn die einmal die SPD hängt. Die muss nicht 5-mal die SPD hängen, weil die anderen wollen auch noch. Irgendwie seltsam. Parteien investieren Geld und Arbeit in Plakate, die kaum jemand sehen will. Wahlplakate, was halten Sie davon? Ich gehe nicht wählen, sorry. Warum denn nicht? Und so ein Plakat könnte das vielleicht dazu beitragen, dass Sie vielleicht doch... Vielleicht schon, ja, aber ob ich wählen gehe, weiß ich noch nicht. Weiter geht's in die Birkenallee, aber hier war die CDU schneller. Ja, wir sind hier zu spät. Da hinten hängt. Wir müssen noch ein Stück weiterfahren. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was finden. Stress und Strapazen für die beste Straßenlaterne. Muss das eigentlich noch sein? Ich könnte mich damit arrangieren, dass wir keine Wahlplakate aufhängen, wenn sich alle Parteien dran beteiligen. Das wäre mein Wunsch eigentlich. Ich hege die Meinung auch. Wahlplakate, glaube ich, bringen nicht den großen Umschwung.
Gleich danach treffen wir den CDU-Mann. Der findet Plakate super. Die Leute werden wahrgenommen und sind im Unterbewusstsein einfach drin. Und dann nimmt man die unterbewusst als stärker wahr. Und bevor ich in der Partei war, habe ich mich da auch nur drüber aufgeregt. Aber jetzt, wo ich selbst kandidiere, da hat man dann auf einmal doch eine ganz andere Meinung dazu. Bei aller Konkurrenz, ein kurzer Plausch über Parteigrenzen hinweg ist in Uelzen möglich. Vielleicht klappt es dann auch irgendwann ohne Plakate. Kurt Ziples hofft, dass dies sein letzter Wahlkampf ist. Mit 69 Jahren, sagt er, hat er genug Plakate geklebt. Und wir gehen zurück ins Ausland. Ein regierungskritischer Aktivist aus Belarus hat in seiner Wahlheimat Ukraine, ist er tot aufgefunden worden. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner, Entschuldigung. Alles gut. Bei dem Toten handelt es sich um Vitali Shishov. Der 26-Jährige war Leiter einer Hilfsorganisation, die sich um Belarusen im Exil kümmert. Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurde er in einem Park der Hauptstadt Kiew gefunden. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Der mutmaßliche Tatort in einem Park in Kiew. Hier wurde der belarussische Aktivist Vitali Shishov heute Morgen erhängt gefunden. Nach dem Joggen gestern war er nicht zurückgekehrt. Die ukrainische Polizei ermittelt auch wegen Mordverdachts. Sie fand Shishovs Mobiltelefon und persönliche Gegenstände. Die Ermittler untersuchen alle möglichen Tathergänge, Selbstmord oder auch einen als Selbstmord getarnten Mord. Seine Kollegen sind aber überzeugt, Shishov starb wegen seiner Tätigkeit für die Opposition. Das war eine Hinrichtung, eine abscheuliche, gemeine Hinrichtung einer Person, die mehr verdient als all jene, die in Lukaschenkos Regime dienen. Vitali Shishov hatte sich eingesetzt für Belarusen in der Ukraine. Er gründete eine Nichtregierungsorganisation, die geflüchteten Landsleuten hilft, sich zurechtzufinden. Er selbst hatte Belarus vergangenes Jahr aus Angst verlassen. Gesundheitsminister Spahn hat die geplanten zusätzlichen Impfangebote für 12- bis 17-Jährige verteidigt. Im rbb-Inforadio warnte er davor, einen Gegensatz zur ständigen Impfkommission zu konstruieren. Das Vorhaben von Bund und Ländern stünde im Einklang mit ihr. Die STIKO hat bislang keine generelle Empfehlung für diese Altersgruppe ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen für Kinder ab 12 lediglich bei erhöhtem Corona-Risiko. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt außerdem ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger ab Mitte Oktober vor. Mittlerweile könne den meisten ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden, heißt es in einem Ministeriumsbericht. Kostenlose Schnelltests solle es nur für Menschen geben, die nicht geimpft werden können oder für die dies nicht empfohlen werde. BMW hat im ersten Halbjahr mehr Autos verkauft als je zuvor und 7,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Für das zweite Halbjahr gibt sich der Autobauer jedoch vorsichtig. Der Mangel an Halbleitern und Rohstoffen sorgt in verschiedenen Industrien weltweit für Produktionsausfälle. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl. Wegen der Materialengpässe rechnet BMW damit, im zweiten Halbjahr bis zu 90.000 Autos weniger verkaufen zu können. Der Materialmangel hat aber längst nahezu die gesamte deutsche Industrie erfasst. Das gab es in der Bundesrepublik noch nie. Alle brauchen alles auf einmal und von allem gibt es zu wenig. Typisch, wenn sich die Wirtschaft erholt. Wie im Aufschwung nach der Finanzkrise, als 19% der Industriefirmen von Materialengpässen belastet waren. Die Corona-Krise aber sprengt jeden bisherigen Maßstab. 64% der Industriefirmen ächzen aktuell unter der Knappheit von Rohstoffen und anderen sogenannten Vorprodukten. Ganz akut mangelt es an Speicherchips für die Autoindustrie. Denn ohne Chips fährt kein Neuwagen mehr. Und jetzt ein Blick in ein europäisches Land, das, obwohl nun seit 26 Jahren Frieden dort herrscht, nicht zur Ruhe kommt. Das Land Bosnien und Herzegowina. Nach dem Bosnienkrieg wurde es 1995 in zwei Teilrepubliken aufgeteilt. Die heute überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republik Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina. Drei Volksgruppen leben in dem Vielvölkerstaat, zur Hälfte muslimische Bosniaken, daneben die vorwiegend dem orthodoxen Glauben zugehörigen Serben und die zum größten Teil katholischen Kroaten. Dem Staatspräsidium gehören jeweils ein Serbe, ein Kroate und ein Bosniake an, die sich alle 8 Monate als amtierender Präsident ablösen.
Und über allen steht der von der Staatengemeinschaft eingesetzte Hohe Repräsentant, ein Amt, das 1995 mit dem Friedensvertrag von Dayton geschaffen wurde. Und er soll sich für Ausgleich und Verständigung einsetzen und hat dazu außerordentliche Vollmachten. Er kann zum Beispiel eigenmächtig Gesetze erlassen. Heute nun hat der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt dieses Amt angetreten und dabei gleich zu spüren bekommen, dass dieser Job kein leichter wird. Nikolaus Neumeier. Am ersten Arbeitstag ein kurzer Spaziergang durch Sarajevo. Die Menschen auf der Straße erkennen den neuen hohen Repräsentanten, sprechen ihn an. Ich bin jetzt bei euch. Die Szene wiederholt sich. Hände schütteln, Glückwünsche an Christian Schmidt. Ja, und es sind ja Leute ganz zufällig, man kennt offensichtlich. Hallo, aber dann, es ist unwahrscheinlich, wie viele Menschen Erwartungen anscheinend haben. In der Republika Srpska, der Hochburg der serbischen Nationalisten, ist die Stimmung ganz anders. Am Veteranenheim in Foča prangt das Porträt des Kriegsverbrechers und Generals Ratko Mladic. Am Marktplatz werden Unterschriften gegen ein Gesetz gesammelt, das das Leugnen von Völkermord wie in Srebrenica unter Strafe stellt. Die Nationalisten sind aufgebracht. Ihr seid Serbenhasser. Die Führer der nationalistischen Serben gehen aber weiter und drohen sogar mit einer möglichen Abspaltung der serbischen Teilrepublik. Den Antrittsbesuch von Christian Schmidt im dreiköpfigen Staatspräsidium, in dem Kroaten, Bosniaken und Serben gleichberechtigt vertreten sind, boykottieren die Serben. Sie lehnen den hohen Repräsentanten kategorisch ab. Schmidt lässt sich nichts anmerken. Er setzt auf Dialog, Einsicht und ein entschiedenes Engagement der USA. Sein Ziel, Bosnien-Herzegowina reif für einen EU-Beitritt machen. Das ist machbar, ein sehr langer Weg. Wir werden Zwischenschritte brauchen, denn die Geduld der Menschen wird dann enden, wenn sie über Jahre keinerlei Vorteile für sich und für das Leben erkennen. Deswegen werden wir auch Zwischenschritte machen müssen. Vor allem die Jungen erwarten sich eine Veränderung. Denn im Moment tragen sich 70% der jungen Menschen mit dem Gedanken, auszuwandern. Sie sehen eine hohe Arbeitslosigkeit und keine Perspektive. Die 20-jährige Sandra will eine Zukunft für sich und nicht mehr zurückblicken. Die jüngeren Generationen, darunter auch meine, sollen die Vergangenheit vergessen und die Leute nach ihren menschlichen Qualitäten und nicht nach ihrer Religion oder Herkunft einstufen und achten. Sie hofft, dass Bosnien-Herzegowina einen guten Weg nimmt und die Nationalisten bald nicht mehr so viel Einfluss haben. Zum Sport und zu den Olympischen Spielen. Und da haben wir gestern schon über einen tollen Tag fürs deutsche Team gesprochen. Aber heute, Andreas Keckel, da haben die deutschen Athletinnen und Athleten das nochmal getoppt. Ja, irgendwie scheint das deutsche Olympiateam die Handbremse gefunden und auch gelöst zu haben. 7 Medaillen heute, 2-mal Gold, 2-mal Silber und gleich 3 Bronzemedaillen. Es läuft. Und langsam aber sicher laufen auch die Leichtathleten zu ganz großer Form auf. Oder besser die Leichtathletinnen. Denn nach Christine Pudenz, die gestern Silber mit dem Diskus gewann, setzte Malaika Mihambo heute noch einen drauf. Olympiasieg im Weitsprung. Wobei es die Weltmeisterin heute aber auch sowas von spannend gemacht hat. Erst im allerletzten Versuch gelang ihr mit glatten 7 Metern der Tagessiegessatz von Tokio. Damit ist die so nervenstarke Malaika Mihambo die erste Olympiasiegerin seit Heike Drechsler vor 21 Jahren. Dieser Olympiasieg ist nicht nur ein Sieg der Physis, der körperlichen Kraft. Er ist genauso ein Sieg der Psyche, der mentalen Stärke. Malaika Mihambo gewinnt heute Olympiagold im Weitsprung und das im letzten Versuch. Jetzt läuft sie an. Bitte, Malaika, trifft das Brett und spring hoch und weit. Und sie hat das Brett getroffen und der Sprung war weit. 7 Meter! Damit ist Malaika Mihambo in Führung gegangen. Ich habe diese innere Stärke einfach gefühlt und habe auch dann einfach wirklich eine innere Ruhe zulassen können und bin angelaufen mit diesem tiefen Selbstvertrauen in mich. Zufall ist das nicht. Mihambo geht als amtierende Weltmeisterin, als Favoritin in diesen Wettkampf. Gleichzeitig durchlebt sie eine durchwachsene Saison.
Genau deswegen das tiefe Auseinandersetzen mit Drucksituationen wie dieser schon lange vor Olympia. Meditation gehört zum Trainingsprogramm dazu. Das ist einfach ein Moment, wo ich mir Zeit nehme für mich und schaue, was da ist, wo ich mich selbst besser kennenlerne. Einfach in sich selbst zu ruhen und zu merken, dass man sich selbst genügt, dass man nicht noch mehr braucht, als es in diesem Moment gibt, dass eigentlich alles schon da ist. Heute profitiert sie genau davon, verbessert sich mit der einzig verbleibenden Möglichkeit um 5 cm. So wenig liegt zwischen Bronze und Gold. Ich bin einfach unglaublich happy und kann es aber auf der anderen Seite immer noch nicht so ganz glauben. Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird einen Weg finden, sich auch an diesen Gedanken zu gewöhnen. Sibirische Fichte, das ist der Stoff, auf den diese 4 Frauen hier total abfahren. Dem deutschen Bahnradteam liegt die aus diesem ganz speziellen, superharten Holz konstruierte Piste in Tokio total. Das war schon spätestens nach dem Weltrekord gestern in der Qualifikation klar. Heute allerdings, da toppten die 4 das Ganze noch einmal. In einem überragenden Finallauf ließen sie ihren britischen Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance und stellten bei der Gelegenheit auch gleich nochmal die nächste Weltbestmarke auf. Gold. Ein einfach überwältigendes Gefühl. Es ist unfassbar. Ich denke, die ganze Karriere lang von Kind an träumt man einmal, da ganz oben zu stehen und so eine Goldmedaille um den Hals zu haben. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Dabei ist diese Goldmedaille keine Überraschung. Mit großer Dominanz stürmt der Frauenvierer in dieses Finale, knackt auf dem Weg dahin gleich 2-mal den Weltrekord. Wir sind im Training schon schnell gefahren und waren ein bisschen selber überrascht, dass die Bahn so schnell ist und wir so schnell sind. Wir waren dann auch ein bisschen überrascht, dass die anderen Teams nicht so schnell sind. Allerdings kommt Gegner Großbritannien zu Beginn dieses Finals besser aus dem Sattel, führt auf den ersten 250 von 4000 Metern. Doch der deutsche Vierer mit Franziska Brause, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger lässt sich davon keinesfalls beeindrucken. Ist fast immer 1-2 Stundenkilometer schneller als die Britinnen. Der Vorsprung wächst unaufhaltsam. Wir sind einfach ein super gutes Team. Wir harmonieren mega gut. Wir haben jetzt unsere eigene Taktik entwickelt, mit der wir so schnell fahren können. Dass wir eine 404 fahren, hätte am Anfang auch keiner von uns gedacht. Aber es ist super krass. Am Ende mehr als 6 Sekunden schneller als die Gegnerinnen, die diese Disziplin über Jahre beherrscht hatten. Die Zeit wird später korrigiert. 404,242. Weltrekord zum 3. Mal bei diesen Spielen. Der Deutsche Bahnexpress gewinnt souverän Gold. Ich bin super stolz auf uns, auf alle, die uns unterstützt haben, dass wir da heute die Goldmedaille mit einem neuen Weltrekord gewinnen könnten. Das ist so unglaublich. Mit Harmonie zur Geschwindigkeit zum Erfolg. Das passende Rezept des Bahnradvierers für den Sprung nach ganz oben. Germany! Der Mann überlässt nichts dem Zufall. Im Gegenteil, die Übung, die muss sitzen. Rund 500 Mal, sagt Lukas Dauser, hatte sie in den letzten Tagen im Kopf durchgeturnt. So auch heute, kurz vorm Finale, zu dem er sich eigens im ruhigen Taxi hat chauffieren lassen. Und ja, der ganze Aufwand hat sich absolut gelohnt. Denn der deutsche Mehrkampfmeister im Turnen gewann am Barren seine erste olympische Medaille überhaupt. So jubelt Lukas Dauser über den größten Erfolg seiner Karriere. Ich bin unendlich froh, unendlich dankbar. Ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren. Ich brauche wahrscheinlich noch so den einen oder anderen Moment, aber unfassbar, unfassbar. Als letzter Turner im Finale absolviert der 28-jährige Dauser seine Übung und das fehlerfrei. Auf mehr Punkte kommt wegen einer höheren Schwierigkeit nur der Chinese Su Yingwang. Silber für Lukas Dauser an seinem Paradegerät. Die einzige Medaille für die deutschen Turner in Tokio. Ja, da dürften die deutschen Kanuten schon noch ein bisschen erfolgreicher sein am Ende. Denn heute am ersten Tag der Kanu-Entscheidungen sprang schon mal eine Medaille heraus. Und zwar für Sebastian Brendel links im Bild und Tim Hecker mit Bronze im Kanadier Zweier. Für Brendel schon mal ein vielversprechender Auftakt, peilt er doch im Einer-Kanadier seinen 4. Olympiasieg an.
ja, überhaupt die Wassersportler. Die haben heute insgesamt ganz kräftig dazu beigetragen, dass das deutsche Olympiateam seinen medaillenreichsten Tag feiern durfte. Die Segler, die steuerten gleich mal dreimal Edelmetall bei. Bronze gab es für das Mixed-Katamaran-Team Paul Kohlhoff, Alisa Stuhlemmer im Nacra 17. Zuvor hatten Erik Heil und Thomas Plössl im 49er ebenfalls Bronze geholt. Und noch besser, ja, lief es in der gleichen Bootsklasse für die Frauen, für Tina Lutz und Susanne Beuke. Der Jubel über die Silbermedaille von Tina Lutz und Susanne Beuke ist genauso herzlich, so warm und so emotional wie der Moment, als Edelmetall klar ist. Die beiden haben sich vor der Küste von Enoshima einen Traum erfüllt. Die 49er FX-Crew verbringt schon 14 Jahre in ihrer Bootspartnerschaft. Eine Verbindung mit Höhen und Tiefen. Europameisterinnen auf der einen, verpasste Olympia-Qualifikationen auf der anderen Seite. Wir können es nicht so richtig fassen. Wir sind halt ein wahnsinnig gutes Team. Waren schon immer, sind durch alle Höhen und Tiefen durchgegangen. Und seit jetzt erst seit ungefähr 2 Jahren, indem wir einfach angefangen haben, alles so umzuändern, wie wir es brauchen, dass wir so unser komplettes Potenzial ausschöpfen können. Und es ist ein unheimlich langer Weg gewesen und den so jetzt gerade hier feiern zu dürfen, das ist eine ganz besondere Ehre. Eine besondere Ehre, im Medaillenrennen unter den besten 10 Booten zu sein. Tina Lutz als Steuerfrau bestimmt die Taktik. Susanne Beuke als Vorschotterin macht das Boot schnell. Olympiasiegerinnen werden die Brasilianerinnen, die Niederländerinnen holen Bronze. Der 5. Rang vom deutschen Boot reicht zu Silber in der Gesamtwertung der Olympischen Regatta. Es ist eine unfassbar schöne Geschichte für die beiden bei ihrer ersten Olympiateilnahme. Sie warten am Ende noch auf die deutschen 49er Bronzemedaillengewinner. Die erste Medaillenparty kann losgehen. Ja, nicht wirklich nach Party zumute war dagegen heute Deutschlands Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kossuch. Die beiden scheiterten im Viertelfinale knapp an den US-Amerikanerinnen April Ross und Alex Kleinman. Und es war nicht das einzige Negativerlebnis am heutigen Tag. Vor allem die Ballsportler, die hat es insgesamt doch ziemlich heftig erwischt. So waren die Basketballer im olympischen Viertelfinale chancenlos gegen Europameister Slowenien mit seinem NBA-Star Luka Doncic. 70-94 hieß es am Ende und Deutschland war raus aus dem Kampf um die Medaillen. Zumindest Bronze. Ja, ist dagegen noch für Deutschlands Hockeyherren drin. Im Halbfinale heute unterlag das Team vom Bundestrainer Kais Alsat dem dreimaligen Weltmeister Australien mit 1:3. Damit bleibt nach dem geplatzten Traum vom 5. Olympiagold jetzt noch das Spiel um Platz 3. Am Donnerstag gegen Rekord-Olympiasieger Indien. Ja, und die größte Enttäuschung erlitten die deutschen Handballer, die im Viertelfinale doch ziemlich überraschend und deutlich an Afrikameister Ägypten scheiterten. 26-31 verlor die Mannschaft von Alfred Gislason und verpasste so das klare Zielhalbfinale, das der Deutsche Handballbund vor diesem Turnier ausgegeben hatte. Ja, Enttäuschung, Misserfolg, das alles gehört natürlich dazu, ziert aber nicht gerade das Ende eines Olympiablocks. Also schauen wir doch lieber noch mal auf die unfassbare Leistung des Norwegers Carsten Warholm. Über 400 Meter Hürden, ein absoluter Wahnsinnslauf, der dem neuen Olympiasieger da gelungen ist. Gleich um 76 Hundertstel Sekunden pulverisierte Warholm seinen eigenen Weltrekord. 45,94 Sekunden, nur mal so. Zum Vergleich, der deutsche Spitzenläufer Marvin Schlegel ist in Tokio über die 400 Meter flach, also ohne Hürden, die im Weg stehen, fast eine halbe Sekunde langsamer gelaufen als Warholm. Eine wirklich unfassbare und hoffentlich ja, gänzlich saubere Glanzleistung des Norwegers. Ja, wirklich unglaubliche Glanzleistung, ein unheimliches Tempo und vielen Dank, Andreas, für diese Olympia-Zusammenfassung. Und damit kommen wir zum Wetter. Das hat heute Claudia Kleinert. Claudia, wie sind denn die weiteren Aussichten? Ingo, im Grunde könnte ich das Gleiche erzählen, wie ich gestern und vorgestern, glaube ich, erzählt habe. Es wird immer mal wieder nass sein, zwischendrin trockene Abschnitte mit Sonne und die Temperaturen ganz schön gedämpft. Aber wir gucken uns das jetzt mal für München zumindest genauer an. Da sieht man jetzt gerade mal so 20 Grad, dann geht es Richtung Wochenende mal auf die 24. Danach neues Tief, neuere, kühlere Luft. Danach Anstieg, aber auf zumindest mal so 25, 26 Grad. Damit liegen wir zumindest in den nächsten 2, 3 Tagen unter dem, was man jetzt eigentlich so Anfang August erwarten dürfte. Hier die genaue Linie der Durchschnittstemperatur. So ab nächsten Dienstag scheint sich das dann ein bisschen anzugleichen. Das heißt, bei Temperaturen von 25, 26 Grad ist es dann noch eher
zumindest spätsommerlich oder auch richtig sommerlich. Dazu aber kommt in den nächsten Tagen auch immer wieder nass von oben. Man sieht hier zum einen noch Schauer, die abziehen jetzt, und zwar aus dem Südosten Bayerns und auch aus Sachsen. Dann lockert es von Norden her auf. Morgen die ersten Schauer schon im Laufe des Vormittags, das werden aber wenige sein. Am Nachmittag dann über der Mitte häufiger mal Schauer und Gewitter. Im Süden regnet es leicht weiter, da ist es auch den ganzen Tag stark bewölkt, am ehesten trocken. Mit längeren sonnigen Abschnitten wird es im Norden, auch über der Mitte ist die Sonne immer mal wieder dabei. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 13 bis 8 Grad, 14 Grad im Südosten Bayerns. Und morgen Nachmittag, da haben wir dann Temperaturen in den trockenen Abschnitten von meist 21 bis 24 Grad. Im Dauergrau am Alpenrand werden es um die 18 Grad sein. Die nächsten Tage bringen nochmal ähnliches Wetter. Das bedeutet für den Donnerstag auch im Süden dichte Wolkenfelder. Über der Mitte immer mal wieder Schauer und Gewitter. Zwischendrin auch trockene und sonnige Abschnitte. Maximal 20 bis 23 Grad. Freitag im Westen immerhin 24 Grad, aber auch da bleibt es wechselhaft, eher so Aprilwetter. Dann wird es morgen ja wieder wie heute ausgehen. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem britischen Spielfilm Geheimnis eines Lebens mit Judi Dench in der Hauptrolle. 0.40 Uhr übernimmt Kirsten Gellert die im Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.